Damit wieder ein recht herzlich willkommen wieder zurück auf unserem Kanal zu einem neuen kleinen Playthrough. Und zwar spielen wir heute die Jawbreaker Demo. Okay. Tür geht auf. Tür, was? Schloss? Was? Hallo? Ich sehe noch nichts. Alles dunkel. Hey, I just broke into the new Citadel Police Station. Are you sure this place is abandoned? According to the 48th Street Gang, it looks to be. We owe them half the supplies you find for the tip, by the way. All right. I'll loot the place for anything valuable. I didn't say it back at the bunker, but thanks for volunteering. Technically, it's my turn to look for supplies. But enough about that. Stay safe out there. Also, ich habe mal da zwei große Fragen. Warum brechen wir in eine Polizeistation ein? Und eigentlich hat sich die Frage für mich auch schon wieder erledigt, weil es gibt Loot, den wir hier grabbeln. Und bei Loot haben sie mich. A map of the police station. Okay, okay. I won't be here long enough to need it. Behauptest du jetzt? Ich würde davon mir ein Foto machen, Freundchen. Habe ich aber hier. Was ist denn jetzt los? Warum habe ich denn jetzt Schluck auf? So, wir machen vorsichtshalber mal die Tür auch wieder zu, ne? Weil man weiß ja nie. Nicht, dass wir überrascht werden von hinten. Okay, das sieht da erstmal. Okay, ein paar Ordner. Nichts Interessantes. Haben wir hier noch was Schönes? Aber wir sind ja alleine hier, ne? Also wir. Also so. Ausblenden? Also verstecken, auf gut Deutsch gesagt. Ausblenden finde ich aber auch eine schöne Übersetzung. Also doch so Hide and Seek. Okay. Schließfach verwenden. Jetzt können wir hier überall reingucken? Was ist das hier? Unsortierte Beute. Nehmen. Aufgehoben, unsortierte Beute. Gemeinsam. Achso, das ist dann einfach nur so ein Beutel. Okay. Das hat hier für ein Smiley. Sind wir hier bei The Purge oder so? Kann ich übrigens, jeder, der so ein bisschen auf Horror und so steht, Purge, kann ich nur empfehlen. Den Film. Oder die Filme. Ist schon böse. Aber okay. Irgendwie auch unangenehm, hier drinnen zu sein jetzt in dieser Polizeistation. So in so einer verlassenen. Hier, wie viel Loot muss ich denn jetzt hier finden? Um denn wieder nach Hause zu können? Gibt's denn hier noch weiteren Loot? Loot! Nochmal Loot! Nimm, nimm, nimm! Warum? Okay. Ich. Nimm doch! Nimm doch die Kiste! Er nimmt die Kiste nicht. Oh Gott! Noch mehr Loot! Jawohl! So, wie viel Loot brauche ich denn? Einmal Loot. Brauche ich viermal oder dreimal? So, kann ich. Ich will diese Kiste mitnehmen. Ach, jetzt kann ich. Ich muss dafür in die Hocke gehen! Aufgabe aktualisiert. Das sollte reichen, um zum Bunker zurückzukehren. Zeit zu gehen. Na dann. Würde ich ja sagen. Verlassen wir die Räumlichkeiten. Weil. Was? Was passiert jetzt? 7047. Like a password. Could be valuable. Ha. Ist jetzt die Frage. Also, nehmen wir jetzt das Passwort und geben das jetzt da hinten ein? Oder verschwinden wir einfach? Also, ich wäre ja für den Loot nach Hause bringen. Können wir überhaupt nach Hause? Ich würde es mal testen wollen. Ich muss mich erst nach vor. Wir haben doch Vorräte. Ich kann maximal noch zwei Vorräte mitnehmen. Und wegen zwei Vorräten gehe ich jetzt das Risiko ein. Okay, wir gehen das Risiko ein. 7047. Und geben jetzt hier den Code ein. 7047.
Sieht doch aus, weiß ich nicht. Es sieht nicht aus, als ob das so bleibt, wie das. Aber gut. Okay, warum... Okay, warum wird mir das Fenster markiert? Okay, that's more loot than I expected. Time to get out of here. Wegen einer Kiste? Dein Ernst? Wait. War ich nicht alleine hier? Und warum hat der Metalldetektor ausgeschlagen? Hallo? Da hinten steht jemand. Seht ihr das? Also entweder ist dann... Also... Wait. No way. Da ist... Da... Hallo? Jetzt ist er weg. Das gefällt mir ja so gar nicht. Ich würde jetzt ungern hier durchgehen. Kann ich ihn ausschalten? Geht das? Kann ich hier dran vorbei? Nee, natürlich nicht. Weil... Also Hintergrund ist ja der, wenn ich hier durchgehe, dann wissen die, dass ich hier durchgegangen bin. Weil der piept ja. Oh, scheiße. Kann ich die ausdrücken? Guck mal hier, ich bin wieder zurückgegangen. Hey. Bin gar nicht da. Ja. Wir gucken mal ganz. Ey, hier stand doch safe ein. Also, kann mir doch keiner erzählen. No way. No, 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 no. Hallo? 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 Kann ich so laufen? Geht das? Ja. Hallo? 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 Gott. Ist der jetzt nicht dein beschissener Ernst hier, oder? Hallo? Hey! Oh, hey! Black Boss Snake, ey! Okay. Ich weiß jetzt auch noch nicht. Macht das Sinn, jetzt da hinzugehen, wenn die Tür sich von allein... eröffnet? Was hast du denn da in der Hand? Machete? Ich wollte doch nur meinen Loot... Wisst, also... Wir hätten doch auch... reden können. Damn it! Oh, they took everything. They got me to take all the risk and then they take off with all the loot. Fucking bastards. Okay. Wir gehen einfach, oder? Also, ne? Weil es doch, da steht Get Fucked. Weiß ich jetzt nicht, ob das so schön ist? Not budging at all. Oh, they must have barricaded me in here. Das heißt, wir müssen jetzt einen anderen Ausgang finden? Na? Ist diese Karte jetzt vielleicht doch wieder wichtig? Ihr Haupteingang zu riskant, vielleicht ist der Ausgang auf der Rückseite. Wie kann ich den dann aufrufen? Ist das euer Ernst? Es gibt mehrere Etagen? No, 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 no. Also okay, wir sind hier unten. Eigentlich hierhin? Was aber... Also hier... Also gut, gucken wir uns das an. Aber da sind wir doch gar nicht durch.
durchgekommen. Verfolgt die mich? Hey, bitte jetzt nicht. Okay, warte. Okay, nee, die bewegt sich nicht. Okay, 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 okay. Gut, dann machen wir mal hier, gehen wir mal weiter. Aber da hinten war doch abgeschlossen mit so einem... Genau. Da komme ich ja gar nicht durch. Alter, leck mich am Arsch. Junge. Leiche durchsuchen. Warum? Aufgehoben, Schlüssel für Handsch... Na, ist ja ein Träumchen. Hat sich dann die Frage natürlich erledigt, wie ich denn... da hinkomme. Was passiert jetzt? Ja, 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 genau. Alles ordentlich weggeräumt. Ausgang zum neuen Bereich. Halten. Jetzt sind wir in den Büros. Oh, ich kann mir das doch nicht merken, wo ich lang muss. Das ist für mich doch so eine Art Labyrinth. Okay, lass mal ganz kurz gucken. Also wir sind hier. Hier ist ja Smoky Gas. Okay, warte, was ist hier? Lesen. Laufen. Die beste Verteidigung im Kampf sind deine Schuhe. Lauf vor der Gefahr weg und achte auf deine Ausdauer. Könnt ihr mir nicht einfach eine Waffe geben? Also muss das jetzt so sein? So, wir sind hier hinten. Ich komme da nicht durch. Ich muss über die Meeting... Okay, warte. Wir müssen ganz kurz eruieren, wo wir wie wo lang müssen. Also, Meeting Room. Office. Evidence würde ich nicht hingehen, wäre mir egal, außer wir finden da Waffen. Presentation Room. Wobei, wir könnten... Warte. Oh Gott, warte mal, wie... Wo... Warte. Okay, der einfachste Weg wäre... Office. Presentation Room. Dokumenten Room. Hier. Armory wäre eigentlich cool wegen Dingens... Shooting Range, nee, ist klar. Denn hier dran vorbei, so, und dann hier oben raus. Wäre zumindest der schnellste Weg. Ich gehe nicht von aus, dass wir das so machen können, sondern dass wir irgendwie über Umwege hier hinten, dennoch nach unten und keine Ahnung wie lang müssen, damit wir dahin kommen. Aber hey, komm, wir probieren's. Oh nein. Oh, shit. That camera looks like it still works. This isn't good. Ja, so viel zu... Die Kameras funktionieren nicht. So, wie mache ich das jetzt? Okay, okay. Kochender Dampf blockiert das Tor. Ist das eine Art von Crudum Systems? Okay, wunderschön, wunderschön. Ich versuche mal die Kameras so ein bisschen aus dem Weg zu gehen, wenn ich sie denn sehe. Wie hier zum Beispiel. Was ist er denn? Was liegt hier auf dem Tisch? Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Okay, also, aber sie hat ja immer so ein rotes Lämpchen, wenn sie aktiv ist. Die scheint nicht aktiv zu sein. Tragbares Radar. Ey. Das ist eigentlich das perfekte Spiel für Stevie, ey. Because of Alien Isolation. Gerade kurz überlegen, ey, wie das Spiel nochmal hieß. Unbekannt, hallo, kann mir jemand helfen? Nein, auf gar keinen Fall. Alter, jeder ist für sich hier. Kannst du mal... Nee! Vergiss es, dass ich dir helfe. No way. Hey, ich sag doch, ist alles verbarrikadiert? Ich komm... Munition? Wait. Es gibt Munition?
dann gibt's auch Waffen. Das macht das Spiel natürlich gleich ein bisschen anders. So Waffen, da würde ich mich sehen. Und vor allen Dingen Schrotflintenmunition. Ist da draußen jemand? Ich glaube, mein Bein ist gebrochen. Ja, dann Pech gehabt. Ich traue ich traue wirklich niemanden. Es ist mir völlig egal, was gebrochen ist und jeder ist für sich. Es ist mir völlig Latte. Da liegt einer. Ist mir egal, ich lasse ihn in Ruhe. Das Einzige, wie sie mich da hinkriegen würden, ist, wenn da vorne jetzt eine Shotgun ist oder so. Aber hier ist noch so ein Rädchen. Kann ich das Rädchen mitnehmen, einfach? Hey! Ich wollte nur das Ventil mitnehmen. Guck dir die nicht an. Nein. My savior. You never should have come here. Is someone there? Are you hiding from me? I'm gonna rip your guts out. Ich kann nicht rennen. Aber jetzt kann ich rennen, weil ich in der Hocke bin. Scheiße. Ich kann auch nicht hüpfen. Alter. Okay. You died. Ja, nee, ist klar. Are you hiding from me? Nee. I'm gonna rip your guts out. Ist mir egal. Jetzt richtig? I need to get the fuck out of here. Okay. Come out, we'll let you live. Ja, das glaube ich nicht, dass ihr mich dann leben lasst. Also, no. Nö. Dafür braucht ihr das Ventilrad. Ah, ich verstehe. Mhm. Seid ihr noch da? Ihr seid noch da. Was? No turning back now. Okay. Warum? Was steht da? Oh. Verstaue Gegenstände im Koffer, um Platz im Inventar zu schaffen. Gelagerte Gegenstände bewegen sich mit der bewegen sich mit dir zwischen den Ebenen. Okay. Ich habe aber noch, glaube ich, gar nicht so viele Gegenstände. So, noch haben wir nicht so viel dabei. Also noch würde ich sagen, nö. So, jetzt gucken wir mal kurz auf die Karte. Wo sind wir denn jetzt? Okay. Mhm. Wohlsein, Gesundheit. Danke. God bless you. So, wir gehen in den nächsten Bereich. Mal Pascal. Ach, das sieht aber schön aus für eine Polizeistation, die verlassen ist. Those nest freaks are part of a gang. This police station must be their hideout. Attention, everyone. We have an intruder. First one to bring me his peeled-off face gets double rations this week. Alter, wie sehen die denn alle aus? Also, ich hab vorhin gedacht, das wäre ein Spaß mit Purge, aber das sieht... I'm fucked. Krass.
Kann ich die Tür schließen? Geht das? Wäre das eine Option? Okay, wir schleichen mal. Natürlich nicht. Oh Gott, das wird jetzt, das könnte jetzt schwierig werden. Vor allen Dingen, ich muss ja auch noch einen Weg versuchen zu finden, ne? Oh, 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 oh. Ist das eine Puppe? Ist der... Okay, das ist keine Puppe. Okay, der erst geht weg. Hey, 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 hey! Okay, wir machen es uns romantisch. Cool, 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 cool. Ey, der kommt jetzt nicht hier hin, ne? Der kommt jetzt nicht hier hin, ne? Der ist jetzt, nein, 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 nein. Der ist jetzt nicht... Kommt der jetzt hierher? Ey, bitte nicht. Ich hab halt nichts zum Schmeißen. Also ich habe jetzt gerade aktuell... Warte mal, ich habe doch hier noch den hier. So, okay, warte mal. Hier kann ich doch ein bisschen taktieren. Nein, lass den scheiß Radar draußen. Come on! Ach, Quark, da rechts ist ja auch noch einer. Aber hier links nicht, ne? Okay. Halt deine Schnabel. Warte. Nimm mal mit. Warte mal, können wir? Come on, man. I just wanna bash your skull in. War nicht gut. Let's have some fun. Falsche Seite. Links, rechts, geradeaus. Ich bin weg. Mach auf. War das jetzt richtig? Bin ich gestorben? Bin ich durch die Tür durch? Es war nicht richtig. Das heißt, ich muss sie irgendwie ablenken, die Boys. Die Boys and Girls. So, was ich vorhin in der Panik gesehen habe, ist, ich kann das hier verwenden. Das heißt für mich jetzt als allererstes, ich gehe mal hier hin. Um hier das Ding hier mitzunehmen. Weil das scheint irgendwie gut zu sein. Aufgehoben. Vision. Rare. Okay, hier sollte ich jetzt vielleicht erstmal kurz abwarten. Okay, jetzt habe ich, glaube ich, gleich ein Problem. Jetzt habe ich gleich ein richtiges Problem, weil von der anderen Seite kommt auch noch einer. Okay. Was ist, wenn ich den jetzt hier zünde? Okay, dann rennen alle erstmal dahin. Was ja gar nicht so verkehrt ist. Und jetzt ist die große Frage, ob sie da hinten weiter suchen. Wovon ich jetzt ausgehe. Aber ich bin hart konzentriert gerade, ne? Also ich merke jetzt gerade richtig, dass ich versuche, voll im Fokus zu bleiben. So, jetzt habe ich ein Problem, weil der kommt jetzt wieder. Nee, doch nicht. Okay. Ich hoffe, dass er mich jetzt hier nicht sieht. Nee, okay. Okay, hier bin ich halbwegs safe. Da ist noch eine Bärenfalle. Geile Mucke. Okay, hier bin ich hier. Warte mal, hier ist aber wieder... Wo bin ich denn jetzt? Ich bin jetzt in Woman's Bathroom. Ich muss quasi da raus. Nee, warte mal, wo muss ich denn hin? Wie komme ich denn jetzt bitte hier raus?
Weil hier war, da wo ich gerade war, hier war der Locker Room. Wie gesagt, hier habe ich den Alarm gezündet. Ich muss ja... Ist er in den Backroom? Muss ich wieder zurück? Um nach vorne zu... Ist er ernsthaft? Hätte ich nur gerade auslaufen müssen und nach links hoch? Let's have some fun. Hä? Ich dachte, ich muss hier hin. Aber da muss ich gar nicht hin. Ja, ja, mach mal. Hä? Also pass auf, ich mache jetzt den umgekehrten Test. Ich werde jetzt nochmal sterben, das ist safe. Also bitte jetzt keine Wette aufmachen oder so, weil ich werde jetzt hier sterben. Das ich probiere jetzt hier ein paar Sachen aus. So, der Johnny ist hier Dings. So, hier komme ich nicht hin. Weil mein Weg, der Hinterausgang ist durch Tor versperrt, das mit diesen drei Lampen verbunden ist. Was denn für... Okay. Aufgehoben. Onkel, gesichtslos, Münze. Okay, okay, okay. Wait. Das kann ich drehen. Okay. Lesen. Hinweis für die Crew. Die Verkabelung unserer neuen Sicherheitstür ist total durcheinander. Wenn ihr sie öffnen wollt, müsst ihr drei Überbrückungshebel, um das elektrische Gitter in diesem Bereich zu ziehen. Warum sollte das elektrische System so funktionieren? Das macht keinen Sinn. Halt die Klappe, so funktioniert es. PJ. Okay, wir müssen... Müsst ihr drei Überbrückungshebel um das elektrische Gitter im Bereich ziehen. Was ist das, ein Hebel? Das ist ein Hebel! So, jetzt checken wir mal kurz. Ich habe einen Hebel habe ich gefunden. Jetzt müsste eine Lampe da hinten aus sein. Eine Lampe ist grün. Okay, es ist nicht aus, sie ist grün. Okay. Okay, cool, 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 cool. Wir werden als nächstes den Feueralarm zünden, damit alle drei da hinten hingehen. Weil vielleicht finden wir in den anderen Räumen... noch weitere Hebel. Ich glaube aber eher, dass wir die hier drin finden werden. So, aber die Hebel sind echt super schwer zu finden, finde ich. Oder auch nicht. Also, man muss klar einfach mal die Augen aufmachen. Okay, und dann wird wahrscheinlich noch ein Hebel da hinten sein oder irgendwo bei den Klos oder so. I don't know. Should be all of them. Okay. Es lief nicht so, wie ich mir gedacht hatte, aber wir haben es geschafft. Hey, 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 hey. Attention, everyone. 1 hour to sundown. If that intruder isn't chopped up immediately, I'll lock the bunker and let them kill you all. Habt ihr gelesen, was der gerade gesagt hat? Das ist aber auch eine Motivation. Also entweder man findet mich oder er schließt den Bunker zu und es werden alle da drin sterben. Läuft halt nicht so optimal für mich. Sicherung, jetzt müssen wir Sicherung finden. Ist das euer Ernst? Okay. Ein Ecke wäre wahrscheinlich irgendwo anders geöffnet. Na, wunderbar. Hier ist ein Zahlencode. Guck mal, können wir den anderen Code hier nehmen? Hier, den wir vorhin hatten? Den 7047? Geht das? Nein. Wäre auch zu einfach. Wäre ja auch zu einfach. Free Candy. Ja, weiß ich nicht.
bist du denn? Warte mal, lebst du jetzt noch? Bist du besoffen einfach nur? Kann ich dich anzünden? Gott! Okay. Oh, jetzt wird's aber... Jetzt nimmt das Spiel aber... einen anderen Weg. Also jetzt ist, ja... Vorher war es Hide and Seek, jetzt ist es eher so... ja. Okay. Okay. Also das Spiel ist anscheinend minimal komplexer, als ich dachte. Aber ich würde gerne... Oh, Kerzen. Ich würde auch, wenn das ein Safe Point wäre, ja, wenn ich hier Kerzen da mache, das wäre geil. Das wäre nice. Oh, God damn it. It's completely barricaded. There's no getting through all that. Also muss ich nach oben, oder was? Primär, der Notausgang ist nicht mehr zu gebrauchen. Der Haupteingang ist jetzt... Chat, habt ihr eine Idee? Vielleicht? Also, habe ich was übersehen? Habt ihr was gesehen, was auf den Code zurückzuführen wäre? Jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurück, oder was? Bin gespannt, ob der... Oh Gott. Ob der Typ, der immer noch sitzt, der, ne, der vorhin so mit seiner Bier... Der sitzt ja wirklich noch hier. Macht er eigentlich was, wenn ich zu ihm sich unterhalte? I'm just passing through, brother. Not looking for trouble. Okay. Zwei eins, drei eins. Genau. Es war das gerade, was er hier gerade gemacht hat. Wir können mal gucken, ob 2131 hinhaut. 2131. Security Card. Hier hinten war noch, genau, so eine Münze, die wollte ich noch mitnehmen. Okay, aber mit der Security Card können wir ja quasi da hinten. Huch, falsche Richtung? Nee, doch richtig. Jetzt aber wild. F quetschen. Boah, das war jetzt aber. Puh, ja, das okay, kann man machen. Warum wird das, warum ist er so langsam? Ja, der muss immer ganz dringend, der Herr, der muss immer ganz dringend wohin der Bier wegbringen. So. Wir hatten noch hier.
Die Türen sind einfach so auf. Also, okay. So, was können wir jetzt hier machen? Soll das hier vielleicht die Kombination sein? 5, 3, 7, 0, 9? Oder? 5, 3, 7, 0, 9, genau. So, jetzt ist die große Frage, wo war denn jetzt die andere Tür mit dem Zahlenschloss? Also hier? Hey, nicht jetzt hier so mit Ratten und so. Das. Warum? Ist der jetzt hier hingegangen, der etwas. Ist mir egal. 5. Sounds like that guy that chased me through the offices. 7. I need to hurry up and get out of here. 9. Okay, geil. Code gelöst. Nice. Eine Schrotflinte. Das ist meine. Sawn-off shotgun. It'll wake the whole building up, but could save my life if I get cornered. Jetzt reden wir. Und hier haben wir noch einen Funny Guy, guck mal. Freaky Friend Collection. Achso, wir wollen ja auch hier rein. Hey. Okay, hier haben wir auf jeden Fall ein bisschen Munition. Could give this new shotgun a little test. Nee. Also wie viel haben wir denn jetzt? Also. Wie viel Schuss habe ich denn? Ich werde jetzt nicht darauf schießen. Kannst du doch jetzt, also. Bitte dich. Weiß ich ja nicht. Ich meine, die sind alle, glaube ich, die leben ja alle nicht mehr, ne? Also ist ja. Jetzt fehlt mir hier eine Sicherung. Jetzt ernsthaft, ich brauche noch eine zweite Sicherung. Oh, wo finde ich denn jetzt die zweite Sicherung? Das wollte ich nicht. Kann ich die Sicherung von... Nee, kann ich nicht, ne? Ich kann die Sicherung hier nicht nehmen. Nein. Schade. Schade, Schokolade. Aber wie wär's mit... Augen auf im Straßenverkehr. Ach, ist das schön. Jetzt haben wir auch die Sicherung gefunden. So, jetzt kommen wir hier wieder zurück. Packen die Sicherung rein. Just for the case. Man weiß ja nie. Jetzt darf mein Finger nur nicht so trigger-happy sein, wie er so gerne mal ist. Okay. Okay. Ich wollte nur mal kurz gucken, ob da auch wirklich alles, ob wir da safe sind oder vielleicht auch nicht. There you are. Thought you'd get away, did you? Okay, cool. Das war Jawbreaker, die Demo. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Gerne auch einen Kommentar lassen.
Ich danke fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, eingehauen.